Willkommen zurück zu The Legend of Korra. In Kapitel Nummer 4, Gegenangriff. Ja, wie gesagt, das Spiel gibt es nicht auf Deutsch leider, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären. Also, was ist passiert? Korra wurde hinterrücks von den von Psi-Blockern angegriffen. Ski-Blockern angegriffen. Wurde verschleppt von so einem alten Mann. Und hat ihre Bändigerkräfte verloren. Aber bei Skiblockern ist das nicht von Dauer, sondern nur vorübergehend. Dementsprechend hat sie jetzt schon ihre Wasserbändiger-Fähigkeiten wieder zurück. Und versucht jetzt diesen Skiblockern irgendwie auf die Schliche zu kommen. Und halt eben, nachdem der Windtempel angegriffen wurde, einen Gegenangriff gegen die Skiblocker zu starten, die sich komischerweise auch mit Bändigern zusammengetan haben. Also es ist ja doch schon gar nicht so viel, so wenig Geschichte hier passiert. So, und wir sind wieder in Republika unterwegs und verfolgen diese Leute. So, wie gesagt, ein Teil meiner Bändigerfähigkeit oder ihrer Bändigerfähigkeit hat sie wieder zurück. Ah, das sieht so aus, ob man da hin könnte oder hin sollte. Ist da irgendwas? Nö. Na gut, das sieht aber nach einer wundervollen Falle aus. Upsa. So. Schön ausgewichen. Oh, mehr oder weniger schön. Geht sicherlich noch schöner. Ah, da ist irgendwie nichts. Ja, ein bisschen Unruhe stiften muss sein. Einfach weil Unruhe stiften. Oh, ich bin aber auch sehr intelligent. Ich hätte zumindest mal. Oh. Irgendwas. Autschen. Das lief zumindest schon mal. Oh nein, nicht schon wieder die drei. Besonders der Wasserbändiger geht mir mega auf den Sack mit seinen Eisattacken. Ja, wie ich hier wieder nicht aus der Ecke rauskomme. Ja, und wie ich dann nichts gegen machen kann. Also, ich möchte erstmal mal wieder in den Shop. So, weil eigentlich wollte ich hier ein bisschen was einkaufen. So, was ist das denn? Fills all your charge goes for the limit amount of time. Okay, irgendwie. Ah, endlich neue Fähigkeiten. Da-dum. Quickly freeze a pool of water to capture your enemy in ice. Das ist doch schön. Oder hier, also hiermit kann man den Gegner in Eis einfangen. Und hier, dreimal X, einmal Y. Oder oben, unten Y. Ich finde beide Fähigkeiten ziemlich cool. Von daher kaufe ich mir auch beide. Thank you. Come again. So, wollen wir doch mal gucken, ob das funktioniert, wie ich es mir hoffe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y. Irgendwie. Na gut. Auf ein neues. Ne, ich habe die Gegenstände jetzt hier nicht drin. Deswegen ärgert mich das gerade ein bisschen. No can do, Avatar. Oh ja, ey. Einer ist noch. Ja, genau. Ich hier versuche auszuweichen und nichts passiert. Was war das denn?
Ja! Ja, nee, wie die sich hier wunderschön absprechen mit ihren Kackattacken. Okay. Ja, ich versuche diese scheiß Kiste zu bekommen, aber nein. Ich muss hier doch irgendwie... Ich muss sie doch irgendwie anwählen können. Nee. Ich drücke auf Nö. Und gucke, ob ich mir jetzt hier in Kuras Room, in... Hier in der, im Chapter-Verzeichnis... Ach Mann, nö, das gibt's ja wohl nicht. Na gut, irgendwie werden wir schon hinkriegen. So, der erste. Und der zweite kommt da hinten auch. Los, probier's doch. Tja, hat nicht geklappt. Ja, nein. Ich versuch's doch hier rauszukommen, aber es will irgendwie nicht. So. Es hat schon wieder... Jelene, ich komme ja nicht mal... Ich kann zwar in den Shop gehen, aber ich kann dieses... Ich kann dieses Menü nicht öffnen. Ich meine, ich muss ja, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier irgendwie Sachen im Inventar zu haben, dann muss ich doch wohl auch irgendwie... Was ist das denn hier überhaupt für Bücher? While dodging, use your feet to throw water shots at enemy. Ist doch auch witzig. Und probieren wir es doch. Und ich hoffe, dass das hier wenigstens direkt genutzt wird. Time to get serious. Ha, das funktioniert. Geiler Scheiß. Cool. Okay. Nächster Versuch. Give me back my bending. No can do. Hey, ich versuch's doch hier. Was zum... Wie kann ich bitte schon... Ja, wie... Okay, das wird schon wieder nix. Ich würde ja ganz gerne hier diesen... Psst, doch, für ein Arsch ist das hier. Ich meine, was soll ich denn da machen? Mehr aus Ausweichen und irgendwelche scheiß Bändiger-Fähigkeiten kann ich ja nicht tun. So, jetzt ist der hier oben dran. Ja, nicht mal ausweichen konnte ich. Die Säcke schon wieder.
Ich meine, ich versuche ja zumindest schon hier irgendwie solche fetteren Fähigkeiten anzusetzen, aber es klappt nichts. Na, wenigstens das hat mal geklappt. Komm, der erste ist weg. Ja, ist okay. Ja, nee, klar. Und der nächste mit dem Finisher. Wenigstens kann ich mal die Kleinen hier gut vermöbeln. Jetzt geht's voran. Es geht voran. Oder auch nicht. Was jetzt? Ha! Feuer ist ein Level-Up. Wasser. Ausgezeichnet. Boah. Jetzt will ich ja nicht wissen, was in dieser Scheißkiste hier drin ist. Okay, das... Es gibt so Momente, wo das hier echt hammerhart wird, glaube ich, im Laufe des Spiels. Ah, hier ist eine Kiste. Da könntest du doch jetzt eigentlich einfach drüber springen hier. Aber nein, wir laufen den Weg entlang. Genau, komm damit klar, Junge. Boah, ich bin doch jetzt ein bisschen hier auf... Schau, die kommen ja wieder, ne? Die werden häufiger immer kommen. Okay, ja, das war schon mal ein Spoiler. Es wird ein heftiger Kampf in der zweiten oder dritten Staffel geben. So böse ist der Kampf hier ausgegangen. Okay, ich muss hier ein bisschen, hupsa, vorsichtig sein. So viel zum Thema vorsichtig. Das Fiese ist auch, man kann hier nicht gehen. Sie rennt nur. Egal wie leicht man den Kram hier anwählt. Sie macht einfach. Sie rennt einfach. Egal was man macht, sie rennt. Hier Schießbuden, Figuren loswerden. Coral Star, ein wunderschön. Na was jetzt? Euer Ernst? So, dann wollen wir mal. Na, Mann. Voll zur Konzentration hier. Geht doch. Mit Konzentration geht alles. Und mit ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit. Alter Verwalter. Jo, wo geht's denn jetzt hier weiter? Gibt's hier irgendwelche Verstecke? Nö, sieht nicht danach aus. Na dann. Na, das sieht ja hier sehr freundlich aus.
sieht ja so aus, als ob da hier ganz viele von denen gleich antanzen werden. Oh ja, Kara demoliert hier lieber die Wände. So. Da ist ja noch was. Wo kommen die denn hier alle her auf einmal? Eine Straße mit einer. Ist das ein LKW? Das ist ein LKW, Tatsache. Wow! Da sind Automobiles all over the place. Great to see the city on its way to recovery. Ja, schön, dass sich die Stadt wieder erholt, sagt sie. Aber uncool, dass ich immer noch nur Wasser bändigen kann. Wird Zeit, dass es hier auch mal demnächst zum Feuerbändigen übergeht. Geschweige denn vom zum Avatar-Modus. So. Oh. Hi ihr. So, da oben haben wir wieder eine Kiste. Mal schauen, ob wir die ranbekommen. Hier lang. Zack, die Bums. Schwupp, hier lang, dann wieder nach rechts. Autschen. Au, was soll denn das? Könnt mich doch nicht einfach so hauen. Ich bin ein Avatar, ich bin gut, ja? Naja, eigentlich eher neutral. So, den Weg haben wir hier jetzt auch hinter uns gebracht. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt da lang? Ist das Grüne normal? Muss das so sein? Okay, wir gehen diesen Weg hier. So schreien ist mir sowas von Lachs. Ich will hier jetzt einfach nur. Oh, Motorräder. I love that. Ja, alles klar. Hier noch voll am Ausweichen gewesen. Aber trotzdem irgendwie voll daneben. Der nächste ist weg. Geht doch. Putz. Sogar mit Aufladen und so ein Kram. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich werde besser. Ich glaube, ich werde viel besser. Im Laufe des Spiels. Ah, so geht ein Auto kaputt. Draufhauen. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Cheap blockers and triads are bad enough, but now a mecha tank too? Ja, genau das ist nämlich Problem. Ich muss mir irgendeine gute Strategie für den hier aussuchen. Ich werde es mit einer, die ein bisschen mehr... Autschen! Mist! Uhuhu. Was ist das denn? Kura, I think I figured out how to get your earthbending back. Earthbenders need to stay rooted.
If you stand your ground, it might help you to earthbend again. Perform Counterattack. Okay. Boah, ich muss seine Attacken abwehren. Das machen, was da drauf steht. Und dann bekomme ich meine erdbändige Fähigkeiten zurück. Ja, ich fühle mich auf einmal mega, mega stark. Autschen. Oder auch nicht. Die Frage ist nur, wie ich das machen muss. Ja! Boah. Da geht noch mehr. Fuck. Ja, das war ja so geil. Definitiv nicht. Diese Runde magst du gewonnen haben, aber die nächste Runde geht auf mich. Und eins kannst du mir glauben, du dummer Roboter. Du bist so dermaßen im Arsch. Cheatblockers and Triads are bad enough, but now a Mecha Tank too? Da kannst du noch so viel versuchen, auf mich rumzuhacken. Ja, warum ist denn der auf einmal so nah dran hier? Ja, ist klar. Und nee, das gibt's doch nicht. Alter, wie soll man dieser Kacke denn ausweichen, wenn man da diesen... Wie soll man dieser Scheiße denn ausweichen, wenn man gefesselt ist, wenn ich bitten darf? Mann, ey. Ehrlich. Dann fängt er hier seine tollen Attacken auf 50 cm Entfernung an, sodass man nicht mal die Möglichkeit hat, hier auszuweichen. So ein Kack, ey. Dann kann man diesen Scheiß doch nicht überrechnen, verdammt. Willkommen zurück, ich bin gerade mal aufnehmen. Danke. Und jetzt verzeih dich, du fettes Mistvieh. Warte nur ab, wenn ich erdbändigen kann. Dann bist du so dermaßen vernichtet. So. Höpp, höpp. Na 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 na. Ihr macht hier so Kram auf dem Boden und oben und unten. Höpp. Und noch mehr Kram auf dem Boden. Ja, das sieht doch schon zumindest ein bisschen besser aus. Höpp. Boah. Der müsste doch eigentlich volle Karacho durch die Wand brettern hier. Ja, jetzt geht schon wieder los. Cora, I think I figured out how to get your earthbending back. Earthbenders need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you to earthbend again. Ja, ist ja schön. So. Nummer 1. Ja, ich probier's auch nochmal. Und jetzt gibt's ihm Nummer 2. Der zweite Gegenschlag. Und komm, der dritte muss auch noch sitzen. Hey, ich hab den doch abgewehrt. Ey, das ist doch zum Kotzen, ist das. To get serious. Oh, kotzen. K-O-T-Z-E-N.
Und nochmal. Wäre zumindest schön, wenn wir diese Kack-Zwischensequenz abbrechen könnte, aber nein, die kommt jetzt immer und immer wieder. Nebenbei, ich bin dieser Attacke gerade ausgewichen, verdammt! Achso, ich merke schon, ausweichen geht hier in diesem Spiel nicht. Zumindest nicht, wenn der Gegner direkt vor einem steht. Ja, das meine ich. Hier, ich weich aus, ich drücke hier allen möglichen Kack, es macht keinen Schaden, es überfährt mich einfach. Was habe ich mir da ausgesucht? Och Mann, leck mich doch.